Hallo, hallo, ihr Lieben. Ja, wie geht es euch? Ich wollte hier noch live gehen und zwar, weil mir ein paar Sachen wirklich noch am Herzen liegen. Und zwar, ja, so grundsätzliche Blockaden. Oder wir suchen ja immer nach Glaubensgrundsätzen, dann nach irgendwelchen Emotionen, die in uns wohnen, die uns davon abhalten, glücklich oder gesund oder reich oder was weiß ich nicht, was alles wir uns wünschen zu sein. Wir sind immer auf der Suche nach dem, was nicht in Ordnung in uns ist. Hallo Evelyn, hallo Marietta, wie geht es euch? Guten Morgen. Ja, wir sind grundsätzlich so programmiert, dass wir auf der Suche sind nach den Dingen, die bei uns nicht in Ordnung sind oder die bei uns falsch sind, die noch gerichtet werden müssen oder unprogrammiert werden müssen, etc. Und ich weiß, dass die meisten Ansätze, Coaching, Therapien, die gehen immer erstmal, ja, so Management, oder? Die gehen immer erstmal drauf auf die Suche und sagen, okay, was ist bei dir nicht gut? Wo ist der Fehler? Und wie ihr wisst, habe ich da ein bisschen eine andere Ansicht. Und im Prinzip, Dr. Jodie Spencer hat die gleiche Ansicht. Guten Morgen, Marietta, mein Gott, so schwer ist es ja nicht. Dr. Jodie Spencer hat ja eigentlich die gleiche Ansicht. Und zwar geht er ja davon aus, auch grundsätzlich, dass der Mensch, jeder Mensch, total in Ordnung und okay ist. Dass unser wahres Sein, dort, wo er uns hinschickt, in die Leere, in das Void. Warum schickt er uns in die Leere? Damit wir spüren und erkennen, dass wir nichts von dem sind, dass wir kein Objekt sind, dass wir nichts sind von dem, was wir mit unseren fünf Sinnen immer beschreiben oder beurteilen. Er schickt uns ins Void, ins Nichts, wo du niemand bist. Und wer ist denn niemand? Niemand ist nicht verkehrt, niemand ist nicht falsch, niemand ist komplett ohne irgendeine Anhaftung, irgendeine Bedeutung. Niemand ist einfach niemand. Einfach nur Energie, einfach nur Schwingung, einfach nur Frequenz. Und wenn du niemand bist, kannst du die Form von allem annehmen. Darum geht es. Und in den Meditationen von Dr. Joel Spencer will er uns diese Erfahrungen geben, dass wir eben niemand sind im Prinzip, aber doch alles und wie er sagt, all eins, all das Göttliche. Und wenn wir wieder hier auf Frequenz oder Schwingung oder energetische Ebene gehen, wir müssen immer mit unserem Verstand arbeiten. Unser Verstand muss folgen können. Unser Verstand muss sich das vorstellen können. Deswegen ist es so wichtig, dieses klare Konzept deines Seins für dich zu haben und ganz klar nach dem zu leben. Weil wenn du immer wieder denkst, du bist etwas oder irgendjemand oder irgendwas, was man irgendwann mal an dir bewertet, beurteilt, dich schubladisiert hat, dich personalisiert hat, dich identifiziert hat, dir irgendeine Identität gegeben hat, du dir selber eine Identität gegeben hast, solange du tatsächlich noch glaubst, dass das ist, was du bist, bist du eingeschränkt. Dann bist du schubladisiert, dann schöpfst du nicht aus diesem unendlichen Potenzial dessen allem, was du sein könntest, aus diesem All-Eins-Potenzial. Aber in dieses All-Eins-Potenzial kannst du nur einsteigen, eintreten, wenn du deine Schwingung erhöhst, wenn du deine Frequenz erhöhst und alles loslässt, was in niedriger Frequenz schwingt, wie Angst, wie Neid, wie Missgunst, wie alle Überzeugungen. Hör gut zu, alle Überzeugungen, die dazu dienen, zu sagen, dass irgendetwas nicht mit dir in Ordnung ist und irgendetwas mit dir nicht perfekt ist. Alles, was dich glauben lässt,
dass du Mangel, Manko hast. Mangel, dass du im Mangel lebst, dass dir irgendetwas per se fehlt. Alles, was in dir diese Überzeugung schürt, dient dazu, dass du eben getrennt bist von diesem All-Eins, von diesem unendlichen Potenzial. Alle Vorstellungen, die du mit dir herumträgst, alle Überzeugungen, die du mit dir herumträgst, dass du sagst, irgendetwas an mir muss besser werden, an mir muss anders werden, damit ich erfolgreich bin in meinem Job, damit ich eine tolle Partnerin bin, damit ich gesund werde, hatten wir ja gestern. Irgendetwas muss anders sein, irgendetwas muss gemacht werden, irgendetwas muss getan werden für irgendetwas. Irgendetwas fehlt mir, Mangel, 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 damit. Und solange du das irgendwie noch glaubst, dass irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist, mit deinem Sein, mit deinen Überzeugungen, mit dem, was du willst, mit dem, was du dir für dein Leben vorstellst, mit dem, was du dir für deine Beziehung vorstellst, wenn du irgendwie glauben willst, glauben gemacht wirst oder darauf einsteigst, dass irgendwas nicht gut ist an dem, was du möchtest, dann bist du getrennt. Weil dein wahres Ich möchte niemals etwas Schlechtes. Also wenn du keine Angst hast, wenn du dich nicht verfolgt fühlst, wenn du dich nicht eingeengt fühlst, dann hast du niemals irgendwo einen schlechten Gedanken oder eine schlechte Vorstellung oder möchtest nie etwas Schlechtes für dich oder für andere. Deswegen ist es Nummer eins, dass du in Ordnung bist mit dir, dass du absolut okay bist, dass du weißt, da wohnt nichts Schlechtes in dir, da ist nichts, was umgekehrt gehört, da ist nichts, was grundsätzlich falsch läuft, wenn du dich nicht irgendwie damit verbindest. Und verbinden tust du dich mit Überzeugungen und Energien, indem du sie glaubst. Indem du glaubst, dass das die Wahrheit ist. Indem du glaubst, du musst dich verteidigen. Indem du glaubst, dass du in Gefahr bist. Indem du glaubst, dass dein Körper in Gefahr ist. Indem du glaubst, dass du unheil bist. Indem du all diese Dinge glaubst, indem du all darauf einsteigst, was natürlich im kollektiven Bewusstsein vorhanden ist an Energien, wo du dich natürlich einstimmen kannst. Aber dieses Bewusstsein, dass du weißt, dass du eben dir bewusst bist, dass da Zeugs ist, energetisch, in dem Leben, in dem wir hier leben auf dieser Erde, das uns nicht gut tut, dass uns zurückhält, dass uns davon trennt, unsere Begeisterung zu leben, dass uns davon trennt, es jetzt zu tun. Und dass uns Glauben macht, wir müssten noch irgendwelche Dinge erleben oder machen oder tun und dass das ganz, ganz lange dauern muss. All diese Überzeugungen, die schwirren natürlich hier rum. Und wenn wir diese nehmen und sagen, oh ja, das nehme ich als meine Wahrheit für mich, dann lebe ich danach. Oder es ist zum Beispiel, ich habe vorher mit einer Kollegin kurz ein Gespräch gehabt über Emotion Code, oder? Da hast du Emotionen, von denen du glaubst, dass die in dir sind, die aufgelöst werden müssen. Und das sind irgendwelche Sachen, die haften an dir. Und dann sage ich, gut. Wenn ich glaube, dass das wirklich an mir so haftet und dass ich da irgendetwas machen muss, damit diese Sachen nicht an mir haften, kann ich da einen Prozess einleiten. Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, per se haftet nichts an mir, auf das ich mich nicht einlasse. Ja, aber das Unterbewusstsein, viele haben die Vorstellung, dass dieses Unterbewusstsein wie ein Unheilbringer in uns herumfegt und unterbewusst uns irgendwo zu Reaktionen, zu Vorstellungen leitet und wir dann dadurch fremdbestimmt sind durch irgendetwas, was in uns wohnt, was wir bekämpfen oder
oder irgendwie in Schach halten müssen. Aber was ist, wenn das nicht so ist? Was ist, wenn da gar nichts wirklich wohnt? Als unsere Perfektion, die wir aber nicht zulassen, weil wir ja so das nicht glauben können, dass wir perfekt sind. Weil wir ja uns noch nicht davon trennen können, von dieser Vorstellung, weil uns halt irgendwann mal andere Dinge eingetrichtert worden sind in einem Zeitpunkt, wo wir nicht bewusst waren und unser sogenanntes Unterbewusstsein scheinbar gefüllt worden ist mit schlechten Überzeugungen über uns selbst, schlechten Überzeugungen über das Leben, über die anderen Menschen, über unseren Körper und so weiter und so fort. Klar sind diese Meinungen vorherrschend, aber wer zwingt dich, diese Meinungen zu glauben? Wer zwingt dich überhaupt daran zu glauben, dass da in diesem Unterbewusstsein irgendetwas wütet, was dich zu Richtungen zwängt und dringt, in die du gar nicht gehen möchtest? Was ist, wenn das gar nicht so ist? Was ist, wenn du jeden Moment, wenn du bewusste Entscheidungen triffst, wo du hingehst, wie du dich fühlen möchtest, mit was du dich umgeben möchtest? Was ist, wenn das die Wahrheit ist vom Leben? Was ist, wenn es da gar nichts gibt, was dich irgendwo nur zum Opfer machen kann? Was ist, wenn dieses Unterbewusstsein, was ist, wenn diese ganzen Programmierungen in dir, was ist, wenn das gar nicht da ist? Was ist, wenn du einfach nur dieses wahre Sein, dieses wahre Ich in dir komplett leben darfst? Was ist, wenn du grundlos einfach so sein darfst, wie du möchtest? Von jetzt auf nachher, von heute auf morgen, nicht mal von diesem Moment auf den nächsten Moment. Was wäre, wenn das so ist? Warum soll das auch nicht so sein? Und diese Vorstellung, da möchte ich euch wirklich anhalten. Geht hin, denkt die Vorstellung, was glaube ich, wie das Leben funktioniert? Was glaube ich, was ich alles tun muss, damit ich endlich so leben kann, wie ich möchte? Was glaube ich, was alles zu tun ist, um gesund zu sein oder perfekt zu sein? Was glaube ich, was alles zu tun ist, damit ich an mir nichts mehr aussetzen habe? Kann ich nicht glauben, dass da nichts zu tun ist, außer wirklich zu wissen, dass mein Geburtsrecht meine eigene Perfektion ist, die ich jederzeit ausleben kann, das aber nichts damit zu tun hat, ob ich irgendwann mal Fehler gemacht habe oder ob ich vielleicht mal in eine falsche Richtung gelaufen bin oder ob ich eben mal etwas Schlechtes über mich angenommen habe, was mir Leute suggeriert haben, weil die dachten, sie geben mir einen guten Ratschlag. Was ist, wenn mich das alles überhaupt nicht betrifft? Was ist, wenn das jetzt alles in meiner Vergangenheit ist? Und was ist, wenn ich das jetzt alles loslasse? Und was ist, wenn ich einfach akzeptiere, kompromisslos akzeptiere, dass ich einfach sein kann, wer ich will? Dass ich wirklich die Vorstellungen, die ich habe, diese Ideen, die ich vom Leben habe, auch wenn sie sonst niemand außerhalb von mir mit mir teilt, dass die gut und richtig sind? Was ist, wenn ich da vorne bin? An der Führungsposition, wenn ich von vorne da die Welt aus sehe, aus einer Perspektive, wo man von hinten vielleicht noch nicht erkennen kann, weil man dort im Gewurstel drin ist und sich einfach manipulieren lässt und mitziehen lässt wie ein Schaf. Was ist, wenn ich da vorne stehe und einfach die klare, breite Sicht habe und mich von nichts mehr belasten lasse, weil ich weiß, um meine Macht und um meine Entscheidungen, um meine Vorstellung, dass das mein Leben kreiert. Und dass, wenn ich mir vorstelle, das Leben ist einfach, mein Erfolg ist einfach, mein Sein ist einfach, mich damit zu verbinden, mit all dem, was ich mir wünsche, ist einfach. Was ist dann? Warum kann das nicht so sein? Warum kann ich nicht einfach am Morgen aufstehen und sagen, so, ich weiß, es ist leicht. Ich weiß, es darf leicht sein. Ich weiß, es darf mich begeistern. Wo ist der Weg? Was ist der nächste Schritt? Worauf habe ich denn richtig Lust? Was freut mich denn? Welcher Gedanke erfreut mich? Das ist so wichtig, das einfach für sich mal aufzuschreiben und zu sagen, ja, mein Leben funktioniert genau nach diesen Leitlinien. Das sind meine Lebensgrundsätze. Sich wirklich klar zu machen. Und auch wenn ich jetzt hier irgendwo noch in einer anderen Position bin, ich komme sofort daraus, wenn ich andere Entscheidungen treffe. Und darum geht es. Und darum geht es, sich das zu erlauben und zu sagen, wenn das niemand tut außer mir,
ich mache das, weil ich weiß, dass es so leicht ist und weil ich weiß, dass ich das darf und weil ich weiß, dass es so gut und richtig ist und weil ich weiß, dass immer mehr Menschen mir folgen werden, wenn ich da vorne die Führungsposition einnehme und keine Angst habe, vielleicht für einen Moment alleine da vorne zu stehen, aber mich nicht abbringen zu lassen von dem, was ich glaube und wie ich leben möchte. Und dass mir alles von Geburt an zusteht, alles Gute und alles Schöne. Und dass ich deswegen nicht schlechter oder überheblicher bin, wenn ich dieses Geburtsrecht jetzt für mich in Anspruch nehme, obwohl es viele andere nicht tun. Obwohl viele andere immer noch meinen und denken und haben und tun und fühlen und da. Aber wenn ich da nicht mitmachen will, dann muss ich einfach die Entscheidung treffen, was mache ich stattdessen? Was glaube ich stattdessen? Welchen Weg gehe ich stattdessen? Und das Wichtige ist wirklich zu wissen, dass man okay ist und dass man alles wert ist. Und dass es nichts gibt, was man irgendjemanden wegnehmen kann, dass es nichts gibt, wo man irgendwie herzlos ist. Oder viele glauben tatsächlich noch, ich kann mein Herz nicht öffnen. Ich kann nicht herzlich sein. Aber das stimmt nicht. Wir können alle total herzlich sein. Wir können alle unser Herz öffnen, wenn wir wissen, dass es sicher ist, das zu tun. Und wann ist es sicher, das zu tun? Wann ist es sicher, das Herz zu öffnen? Wenn du weißt, dass dir nichts passieren kann, dass du die Entscheidungen triffst, dass du lieben kannst, wen du willst, dass du herzlich sein kannst, zu wem du willst. Wenn du weißt, da passiert nichts. Und es passiert dir auch nichts, wenn du dich nicht abhängig davon machst. Wenn du dich nicht abhängig machst davon, was geschieht danach. Wenn du dich nicht abhängig davon machst, wenn du das Herz für einen öffnest und denkst, der muss aber dann das und das und das und das und das auch für mich machen. Du öffnest dein Herz, weil du Lust drauf hast. That's it. Du sagst deine Meinung, weil es sich gut anfühlt. Du gehst deinen Weg, weil das für dich deine richtige Überzeugung ist. Und das ist halt scheinbar ein bisschen einsam. Aber diese Einsamkeit ist ja doch auch nichts Schlechtes, sondern diese Einsamkeit ist auch eine gewisse Freiheit. Und da musst du dich halt entscheiden, willst du im Rudel der Schafe leben und meinen, du bist da gesichert, weil alle anderen Schafe um dich herum so funktionieren? Oder möchtest du hinausgehen und möchtest einen klaren Weg einschlagen und vielleicht auch den Schafen den Weg in die Freiheit zeigen und sagen, hey Leute, ihr müsst euch nicht so abhängig machen. Seid einfach, wie ihr sein wollt, ohne Bedingungen, ohne Abhängigkeiten, sondern geht einfach euren Weg. Es gibt nicht Liebesentzug auf diesem Weg. Weil die Liebe, die wohnt ja in dir. Und wenn sie in dir wohnt, dann kannst du auch nicht einsam sein. Aber trennt euch nicht von all euren Wünschen, von all euren Vorstellungen, von dieser Grandiosität, die dieses Leben hier bieten kann, sondern geht echt all in. Traut euch einfach. Spielt nicht die ganze Zeit irgendwie, oh, ich kann mich nicht so weit distanzieren von der Schafherde. Sonst bin ich vielleicht gefährdet. Aber es gibt keine Wölfe, wenn du nicht an Wölfe glaubst. Ja, und in diesem Sinne will ich euch anregen, vielleicht hat der ein oder andere Lust, mit nach Mykonos zu gehen und es wirklich zu richtig zu lernen, von innen raus zu diese Wahrheit in dir zu spüren und zu wissen, dass diese Wahrheit, die ich sage, eine Wahrheit ist, die du schon lange weißt in dir, aber die du dir halt nicht zugestehst, aus zig verschiedenen Gründen, die alle nicht wahr sind. Dann melde dich bei mir. Das werden grandiose 2,5 Tage, in denen wir uns wirklich neu die Erlaubnis geben, die Person, diese wahre Perfektion zu sein und uns auch nicht schlecht fühlen und nicht meinen, wir müssen uns auf irgendeine Weise verstecken. Niemand muss sich verstecken. Jeder darf sich zeigen mit dem, was er ist. Und jeder zeigt einen Weg vor. Und jeder inspiriert. Und wir brauchen ganz, ganz viele Menschen, die immer wieder inspirieren, weil die Art und Weise, wie ich inspiriere, das ist meine Art und Weise. Und wie du inspirierst, das ist deine Art und Weise, wie du dein Leben gehst, was du für Ideen bringst, was du verkörperst. Das ist deine Art und Weise. Und es wird alles gebraucht. Wir sind so viele verschiedene Menschen hier,
die auf verschiedenen Schwingungen operieren und jeder braucht irgendwo einen, der ein Stückchen weiter ist, der ein Stückchen mehr das auf die Art und Weise ausspricht, wie er selber schon denkt, um halt, wir brauchen immer noch diese Erlaubnisgeber, bis wir selber unser Erlaubnisgeber sind. Wenn du selber dein Erlaubnisgeber bist, dann kannst du wirklich frei genießen. Aber manchmal hilft es halt, wenn du jemand anders hast, der für dich die Erlaubnis gibt, einfach das zu sein, was du möchtest. Und so helfen wir uns alle gegenseitig und führen uns aus dem Schlamassel, aus diesem kollektiven Angstbewusstsein, Sorgenbewusstsein, oh mein Gott, wir können nichts verändern, Bewusstsein, ausgeliefert Bewusstsein raus in die Freiheit und in das coole Leben, das wir hier eigentlich alle haben können. Ja, das war's für heute. Erlaubt euch alles. Erlaubt euch einfach alles. Ohne Grund. Das sollte die Devise sein. Erlaube dir alles ohne Grund. Erlaube dir, happy zu sein. Erlaube dir, einen riesen genialen Tag zu feiern. Erlaube es dir einfach. Warum? Weil du Lust drauf hast. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.